So, hallo. Ich möchte heute gerne mal wieder was über Open Science erzählen. Es ist so, ich gebe in ein paar Tagen eine Keynote für das Zentrum Digitalisierung Bayern, kurz ZDB, auf deren Jahressymposium und habe mir gedacht, wenn ich eh schon übe, kann ich auch die Sachen gleich aufnehmen und ins Netz stellen. Genau. Schauen wir mal rein. Also der Plan für heute ist, warum brauchen wir Open Science? Warum wollen wir das machen? Dann möchte ich kurz über ein paar Schritte sprechen, die man gehen kann, die man relativ leicht oder zum Teil leicht machen kann. So erste Dinge in Richtung Open Science, die Leute tun können. Und dann zum Schluss möchte ich noch auf das Thema Open Science und Digitalisierung eingehen, weil der Vortrag ja für das Zentrum Digitalisierung Bayern ist und deren Fellows. Und ja, da macht es irgendwie für mich total Sinn, auch darüber zu sprechen und weil es ja auch ein Thema ist, das mich persönlich auch beschäftigt. Kurz dazu, wer bin ich? Ich bin Statistikerin, man darf mich auch gerne Data Scientist nennen und RSE, also RSE steht für Research Software Engineer. Ich bin Postdoc an der LMU in München am Statistikinstitut und an der Uni Bielefeld, aber mein Arbeitsort ist nicht an der Uni Bielefeld, sondern am Helmholtz-Zentrum München. Das heißt, ich habe zwei 50% Stellen als Postdoc, bei denen ich im Prinzip bei beiden das Gleiche mache und zwar bei beiden genau das, was ich gerne mache. Und genau, meine Arbeitsorte sind LMU und Helmholtz-Zentrum. Ja, und natürlich stehe ich auch hier als Open Science Aktivistin und als Person, die sich auch für andere Dinge einsetzt, zum Beispiel Research Software Engineers. Und ich bin auch eine leidenschaftliche Radfahrerin und auch so ein bisschen ja, versuche meine Stadt ein bisschen besser zu machen fürs Fahrradfahren. Aber darum geht es heute nicht. Genau, das ist eine Folie, die ich immer ganz gern zeige, wenn ich so ein bisschen darüber spreche. Warum macht Offenheit Sinn? Warum wollen wir transparent arbeiten? Ja, also einmal natürlich, um das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Wir haben ja diese Reproduzierbarkeitskrise in der Wissenschaft, die gleichzeitig auch eine Vertrauenskrise mit sich bringt. Und das ist natürlich nicht so super und gleichzeitig wollen wir natürlich mit der Wissenschaft in der Regel was erreichen oder was voranbringen und keine öffentlichen Gelder verschwenden. Also die meisten WissenschaftlerInnen werden ja aus öffentlichen Geldern, also aus Steuergeldern bezahlt und diese Steuergelder sollten möglichst nicht für die Schublade sein, sondern für irgendwas Sinnvolles. Dann ist es natürlich total super, wenn man Open Science macht, dass man auch relativ früh oft die Sachen öffentlich macht. Also das muss man natürlich nicht, aber das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn man zum Beispiel einen Preprint online stellt, dass man früh Feedback bekommen kann für die Sachen, die man macht. Ein schönes Beispiel ist, mein Mann schreibt offen ein Buch auf GitHub und hin und wieder verbessern ihm Leute, die er nicht kennt, einfach seine Tippfehler für sein Buch, was eigentlich ein schöner Nebeneffekt seiner offenen Arbeit ist. Dann geht es natürlich darum, man möchte mit Offenheit auch ja, Leute mit einbeziehen, die man sonst vielleicht nicht einbeziehen könnte. Also wenn ich meine Forschung öffentlich zugänglich mache, dann ist sie öffentlich zugänglich für alle und zwar international, weil öffentlich zugänglich heutzutage ja bedeutet, dass es im Internet steht. Und dann führt natürlich, wenn man Dinge online stellt, die nützlich sind für weitere Forschung, bedeutet das natürlich auch, dass die Wissenschaft schneller voranschreiten kann, weil wir aufeinander aufbauen können und nicht, wenn die eine Person etwas erforscht, muss die nächste Person das nochmal machen oder zum Teil nochmal machen, um darauf aufbauen zu können, sondern man kann direkt die Sachen von der anderen Person nutzen, um darauf aufzubauen. Die Folie an sich ist auch ein schönes Beispiel dafür, weil
ich die nicht selber gebaut habe, sondern das LMU, die kommt aus dem Toolbox von vom LMU Open Science Center. Und ich musste sie sozusagen nur kopieren und hier rein kopieren in mein Slide Deck, was mir natürlich Arbeit erspart hat und sozusagen die Geschwindigkeit für die Folienerstellung verbessert hat. Ich möchte halt auch ein bisschen auf nicht nur sagen, warum ist es super nützlich, dass wir Open Science machen, sondern ich möchte auch ein bisschen, ja, tiefer einsteigen und ein bisschen persönlichen Twist auch reinbringen. Also in letzter Zeit beschäftige ich mich persönlich relativ viel mit der Klimakrise, weil mich das einfach sehr beunruhigt und ziemlich Angst macht. Und ich finde, dass wir als WissenschaftlerInnen da auch eine Rolle spielen können. Also neulich in den Nachrichten, also diesen Sommer, war zum Beispiel dieses Bild zu sehen auf der ARD-Webseite, wo eingezeichnet war, wo überall Brände sind in Russland. Und das ist natürlich schon sehr erschreckend, wenn man so etwas sieht, dass Brände in Gebieten ausbrechen, die Jahrtausende lang relativ stabil waren und es einfach eine wahnsinnig große Umweltkatastrophe. Auch in anderen Gebieten der Welt brennt es, also zum Beispiel also gab es Brände und Stürme in Kalifornien, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel 800.000 Haushalte keinen Strom hatten. Und wir sprechen hier nicht von irgendeinem Land, wo kein Strom irgendwie was Alltägliches ist, sondern ja, von Kalifornien. Und es ist schon ziemlich erschreckend, was jetzt schon alles passiert aufgrund von Klimawandel. Auch in unserer Nähe, also Venedig ist jetzt nicht so weit weg, sehen wir, dass der Klimawandel ja Zerstörung bringt und also viele Leute gehen davon aus, dass Venedig zum Beispiel nicht zu retten ist, mit dem Klimawandel, den wir momentan sehen. Und jetzt ist natürlich die Sache die, dass an dem Tag, wo ich diesen Vortrag halte, ich hatte schon fast überlegt, ihn abzusagen, weil am 29.11., also am Tag, wo ich diese Keynote für das ZDW halte, ist Global Day of Climate Action. Und da wollte ich eigentlich mich einbringen und demonstrieren gehen. Und der Grund, warum ich jetzt doch zum ZDB-Symposium gehe, ist, dass wir das Thema auch auf die Tagesordnung mitsetzen konnten. Und dadurch hatte ich dann auch mein Ziel erreicht, mich einzubringen für diese Sache. So, was hat das jetzt eigentlich mit Wissenschaft zu tun? Jetzt müssen wir mal den Link noch spannen, was hat das mit offener Wissenschaft zu tun? Stefan Rahmstorf ist ein ziemlich berühmter deutscher Forscher aus Potsdam, der sagt, okay, wir sind irgendwie die letzte Generation, die noch wirklich was bewirken kann im Sinne von dem Klimawandel eindämmen. Harald Lesch geht vielleicht noch ein bisschen weiter und spricht auch. Wenn man auf diesen Twitter-Link geht, dann findet man ein Video, wo Harald Lesch darüber spricht, dass wir als Forschende auch eine ziemlich wichtige Rolle spielen und uns einfach überlegen müssen, okay, macht es überhaupt noch Sinn, die Forschung, die wir gerade machen, durchzuführen unter der Prämisse, dass ja der Klimawandel kommt und da ist. Also er sagt, können wir so weitermachen wie bisher? Grundlagenforschung für Menschen, die es vielleicht bald nicht mehr gibt. Und das sind Menschen, also die sich wirklich auskennen, die Forschung selber machen und die die Forschung der anderen verstehen und die solche drastischen Sachen sagen. Und genau in so einer Situation, in der wir gerade sind, müssen wir einfach zusammenhalten und gute Forschung machen, um möglichst gut aus dieser Sache rauszukommen. Und was wir in dieser Situation gar nicht brauchen können, ist das hier. Also
Eine Nature-Umfrage hat gezeigt, dass über 50% der befragten WissenschaftlerInnen sagen, wir haben eine signifikante Reproduzierbarkeitskrise. Der Economist schreibt darüber, was in der Wissenschaft falsch läuft. Das bekannte Paper von John Ioannidis, das hat den Titel Why Most Published Research Findings Are False. Das sind Sachen, die, wenn man daran denkt, dass wir extrem große Probleme haben, die wir lösen sollten, dann kann man nur den Kopf schütteln und sich denken, so können wir nicht weitermachen. Das können wir jetzt gerade gar nicht brauchen. Wir brauchen gute Wissenschaft, die uns voranbringt in den großen Problemen, die wir haben. Und dazu zählen natürlich nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Medizin und viele andere Dinge, wobei ich jetzt heute den Klimawandel natürlich heraushebe, weil es für mich persönlich ein großes Thema ist und ich glaube auch global ein großes Thema sein muss, weil das ist einfach etwas, was passiert und wenn wir nichts ändern an dem Status quo, dann wird es nicht cool sein. Also was brauchen wir? In der Wissenschaft natürlich Leute, die sinnvolle Wissenschaft an sich machen, aber sie dürfen diese Wissenschaft nicht in ihrem Elfenbeinturm machen, nicht in ihrem stillen Kämmerlein, sondern wir WissenschaftlerInnen müssen zusammenarbeiten, Open Science machen und zusammenhalten, weil nur dann können wir wirklich gut und schnell voranschreiten und die Welt verbessern. Also, kommen wir zum zweiten Teil und überlegen mal, was sind erste Schritte, die wir machen können. Weil Open Science ist ja so ein riesengroßes Ding, wo man erstmal davor steht und denkt, okay, aber was soll ich jetzt an meiner Wissenschaft direkt ändern? So als kleine Schritte, weil man hat ja auch nicht viel Zeit und man möchte möglichst ja, schnell Effekte sehen, dass man offener Wissenschaft macht und mehr kollaborativ seine Wissenschaft gestaltet. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie man leichter reinkommt und man muss nicht alles auf einmal perfekt machen. Und ich glaube, auch meine eigene Wissenschaft ist sicher nicht perfekt und ich versuche bei jedem Projekt einfach ein bisschen besser zu werden. Womit kann man gut anfangen? Ich denke, eine Sache, die man leicht machen kann, ist über offene und reproduzierbare Forschung zu sprechen, speziell mit KollegInnen oder Freundinnen, einfach Leuten, denen man vertraut und von denen man denkt, dass man was lernen kann. Ich denke, man darf aber trotzdem seine eigene Meinung behalten, aber einfach mal darüber sprechen mit Leuten im eigenen Feld, hilft sicher total viel. Mir hilft es auch immer total, auf spezielle Workshops zu gehen zum Thema Open Science. Da lernt man immer Leute kennen, die ähnliche Einstellungen haben und die ähnliche Probleme hatten als man selbst. Genau, als zweites kann ich nur empfehlen, wenn man selber Papers reviewed von anderen, darum zu bitten, dass man alle Materialien bekommt, die man braucht, um das Review durchzuführen. Ich selber bin ja Statistikerin, das heißt, wenn ich ein Paper zu lesen bekomme, dann möchte ich auch zumindest den Code sehen, den die Leute genutzt haben, um die Auswertungen zu machen. Am besten den Code und die Daten in der Form, dass ich das alles nochmal durchführen kann, um zu sehen, sind die Schritte, die die gemacht haben, sinnvoll. Weil für mich ist es viel leichter, aus dem Code rauszulesen, ob die Dinge sinnvoll sind, die sie tatsächlich gemacht haben, als aus einem Text, wo dann vielleicht der Methods-Abschnitt so groß ist. Also speziell bei Anwendungspapers, wo man einfach nicht rauslesen kann, wie genau die Dinge gemacht wurden. Und das ist eigentlich auch relativ einfach. Man bekommt eine Anfrage für ein Review, schaut sich das an. Wenn keine offenen Materialien dabei sind, dann fragt man einfach nach. Und oft ist es auch überhaupt kein Problem und man bekommt es dann einfach. Man muss sich natürlich überlegen, wie man reagiert, wenn man es nicht bekommt. Das würde ich jetzt erstmal allen selbst überlassen. Ich höre mir halt erstmal an, was die Leute sagen und warum sie
nicht die Sachen mir geben können. Und wenn es ein guter Grund ist, dann lasse ich das auch zu. Als drittes kann man sich natürlich dann überlegen, okay, was kann ich selber tun, um meine eigene Forschung offener zu gestalten? Zum Beispiel, was sind Dinge, die ich einfach öffentlich verfügbar machen kann? Und das dann einfach mal machen. Und jetzt würde ich gern auch darüber sprechen, was sind denn einfache Dinge, die man öffentlich verfügbar machen kann? Was gibt's denn da so? Eine Sache, die ich für sehr, sehr mächtig halte, sind Preprints, und das ist halt sehr, sehr einfach. Also ein Preprint ist im Prinzip, man schreibt ein Paper und direkt an dem Tag, wo man es einreicht beim Journal, stellt man es auf dem Preprint-Server. Zum Beispiel in meinem Feld ist es Archive, aber es gibt BioArchive, PsyArchive. Also es gibt jetzt viele Preprint-Server, die man nutzen kann. Viele Universitäten haben auch eigene Preprint-Server. Und das Beste ist, die meisten Journale erlauben das, also auch die Closed-Access-Journale erlauben in der Regel Preprint. Man kann es nachschauen auf SherpaRomeo. Also wenn man bei der Suchmaschine SherpaRomeo eingibt, dann findet man eine Webseite, wo man rausfinden kann, welche Journale was erlauben. Und das Coole ist daran, man hat relativ früh sein Paper online und die Leute können es lesen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man dadurch eine Open Access Version von seinem Paper immer hat, egal wo man publiziert. Man hat eine Version von dem Paper. Das ist vielleicht eine Version, die noch nicht durch das Review gegangen ist, aber eine frühe Version, die schon mal Open Access ist. Und egal, was danach kommt, ob das dann hinter einer Paywall ist, man hat schon mal eine Version, die verfügbar ist für alle auf der Welt, die Internet haben. Ja, Daten. Man kann sich überlegen, okay, je nach Feld kann ich meine Daten öffentlich verfügbar machen. Und selbst wenn ich das nicht kann, also wenn ich zum Beispiel mit Patientendaten arbeite, dann kann ich die nicht einfach so öffentlich verfügbar machen. Aber es gibt zumindest Möglichkeiten, die man auch hier machen kann. Ich habe hier geschrieben Fairify Data, also Fair steht für Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Das bedeutet nicht das gleiche wie Open Data, also Fair Data ist nicht das gleiche wie Open Data. Fair Data bedeutet im Grunde, dass man die Daten finden kann, also zum Beispiel im Internet eine Webseite hat, die beschreibt, was die Daten bedeuten. Und die man dann auf eine bestimmte Art und Weise verfügbar hat. Und zwar muss es nicht für alle verfügbar sein. Also es gibt bei medizinischen Daten, also bei Patientendaten oft die Möglichkeit, dass man sich auf einer Plattform anmeldet, dass man sagt, okay, man schreibt eine Bewerbung, erklärt, was man mit den Daten machen will, und dann darf man auch nur das mit den Daten machen. Und auch diese Daten können fair sein, aber sind deswegen noch lange nicht offen. Die sind verfügbar für spezielle Forschungsprojekte und aber nicht für die Allgemeinheit, was ich bei Patientendaten zum Beispiel sehr sinnvoll finde. In den meisten Feldern würde ich behaupten, dass man Daten offen verfügbar machen kann. Also wenn ich jetzt zurückgehe auf das Klimathema, also Wetterdaten zum Beispiel, sind Daten, wo es keinen Grund gibt, die nicht zur Verfügung zu stellen, wenn die Datenerhebung durch Steuergelder finanziert wurde. Selbst wenn nicht, ist die Frage, ob man das sinnvoll unter Verschluss behalten darf. Also ja, also in den meisten Feldern würde ich behaupten, geht nicht nur fair, sondern open and fair. Ja, als drittes, wenn man Code schreibt, so wie ich, dann kann man Code in der Regel relativ gut öffentlich verfügbar machen. Viele Leute machen es über GitHub. Es ist sinnvoll, wenn man sich noch irgendwo Archive aussucht. Also in der R-Community gibt es eigentlich ein ganz sinnvolles Framework. Also in der Regel entwickelt man seine Software auf GitHub oder Rforge oder ähnlichen Plattformen, und dann submittet man eine Version des Softwarepakets an
ein Repository, das heißt in der R-Community CRAN. Und CRAN schaut automatisch, dass auch jede Version archiviert wird, das heißt langfristig zugänglich ist, auch wenn jetzt zum Beispiel die Maintainer nicht mehr weiter an dem Paket arbeiten und es vom CRAN, vom aktiven CRAN runtergenommen wird, sind die Archive immer noch verfügbar. Dann, wenn man in einem Lab arbeitet, da habe ich jetzt selber nicht so viel Erfahrung mit, aber es gibt mittlerweile sowas wie Electronic Lab Notebooks. Wenn man schon mal überhaupt ein gutes Lab Notebook führt, ist es schon ein großer Schritt. Wenn man das dann elektronisch und verfügbar macht, ist es natürlich noch viel, viel besser, weil diese vielen kleinen Schritte, die man in so einem Lab macht, sind oft sehr obskur und kommen in einem Paper dann am Ende gar nicht raus, was da tatsächlich Schritt für Schritt gemacht wurde. Und dafür sind Lab-Notebooks natürlich exzellent. Präregistrierung ist eine der Sachen, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte und die gleich mehrere Probleme auf einmal löst. Also Präregistrierung bedeutet, dass man, bevor man ein Projekt anfängt, sagt, was man machen wird. Und speziell, wenn man konfirmatorische Studien macht, also man Sachen nachweisen möchte, in solchen Fällen sollte man vorher sich überlegen, welche statistischen Analysen zum Beispiel will man machen und sich dann am Ende auch dran halten. Und das Schöne an Präregistrierung ist, wenn man so einen, das nennt man dann Registered Report bei einem Journal einreicht, dann geht das an sich schon ins Review. Also bevor man überhaupt angefangen hat zu arbeiten, wird das Projekt an sich reviewed. Und wenn das akzeptiert wird, dann muss man sich im Prinzip nur noch an das halten, was man gesagt hat, was man machen würde, und dann ist es automatisch akzeptiert bei dem Journal. Das ist ein relativ neues Konzept und noch nicht alle Journale haben das, aber mehr und mehr springen auf diesen Zug auf, weil es einfach großartig ist. Es verhindert Publication Bias, es verhindert P-Hacking, es verhindert so viele Probleme, die wir in der Wissenschaft haben. Also Präregistrierung und Registered Report sind was ganz Tolles. Man muss natürlich auch hier sagen, das ist ein relativ neues Konzept, und ich habe das zum Beispiel versucht, kürzlich ein Projekt zu präregistrieren, und dann hat aber das Review an sich so lange gedauert, dass wir am Ende gesagt haben, okay, wir müssen diesen Prozess jetzt abbrechen, weil wir haben an sich eigentlich das Projekt jetzt schon komplett durchgeführt und würden jetzt gerne einfach das Paper einreichen und den Registered Report zurückziehen. Also das sind halt Sachen, also wir haben uns tatsächlich dann trotzdem dran gehalten, an das, was wir vorhin gesagt hatten, aber praktisch war das in dem Fall einfach dadurch, dass es ein relativ schnelles Projekt war, das wir im Rahmen von Lehre gemacht haben, das hat dann einfach nicht funktioniert. Also man darf, auch wenn man Open Science macht, noch pragmatisch sein und dann sagen, okay, in dem Fall war Präregistrierung einfach nicht das beste Mittel. Und dann letztendlich, ja, Science Communication. Wir werden aus Steuergeldern bezahlt. Wir sollten auch darüber sprechen, was wir machen. Und ja, wie gesagt, nicht nur in unserem Elfenbeinturm sitzen und über Dinge nachdenken, sondern vielleicht auch hin und wieder den Menschen draußen erzählen, was wir tun. Ich finde das persönlich selber auch sehr schwierig. Also ich bin relativ aktiv auf Twitter und erzähle viel bei Talks, was ich so denke den ganzen Tag. Aber das ist natürlich für eine wissenschaftliche Community. Also mir folgen jetzt nicht so die normalen Menschen auf Twitter. Also Wissenschaftler sind auch normale Menschen, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Genau, also Science Communication ist was, wo ich auch selber noch gern mehr lernen möchte. Und aber selbst wenn man Science Communication innerhalb der wissenschaftlichen Community macht, ist es, denke ich, auch schon sehr viel wert und bringt die Wissenschaft an sich voran. So, jetzt haben wir so ein bisschen gelernt, so warum denkt die Heidi, dass Open Science wichtig ist und was sind so erste Schritte, die man vielleicht gehen kann, wenn man sich für Open Science interessiert und bessere Wissenschaft machen möchte.
Jetzt kommen wir zu der Frage, welche Rolle spielt die Digitalisierung? Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass sehr viele der Dinge, die ich vorher genannt habe, waren Dinge, die irgendwie was zu tun haben mit dem Internet, die bestimmte Tools verlangen. Und ich denke tatsächlich, dass die Digitalisierung und das Internet speziell eine wahnsinnig große Rolle für Open Science spielen, neben natürlich den Einstellungen der Forschenden. Also ich persönlich habe die Einstellung, dass wenn man aus Steuergeldern bezahlt wird, sollte man die Forschung auch verfügbar machen. Und das ist eine Einstellung, die man haben muss, um dann den nächsten Schritt zu machen. Aber dann, der nächste Schritt hat eigentlich immer was mit Software zu tun, was mit Tools zu tun. Und das ist was, wo uns die Digitalisierung weiterbringt und hilft und auch Dinge erleichtert, aber auch gleichzeitig dazu führt, dass es für manche Forschenden relativ schwierig ist, weil diese ganzen Tools muss man natürlich auch erstmal lernen und muss erstmal lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und oft, wenn ich dann Vorträge halte, die relativ technisch sind, denke ich dann so, okay, ich hoffe, jetzt habe ich nicht irgendwie die Hälfte der Leute abgehängt, weil ich irgendwie über Versionskontrolle und Online-Repositories gesprochen habe. Und ich selber sehe auch manchmal so aus, dass ich denke so, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder irgendwie, bin ich in irgendwelche komischen Fehler gelaufen und mein Computer sagt dann auch nur so Error. Also ja, man hat einfach viele Tools, die man benutzen kann, die sehr cool sind, aber man hat auch viele Dinge, die einfach relativ komplex sind. Also wenn man jetzt über zum Beispiel computationale Reproduzierbarkeit spricht, dann wird es halt relativ schnell sehr technisch und diese ganzen technischen Skills wollen gelernt werden. Was denke ich, was wäre eine mögliche Lösung? Also ich glaube, dass nicht alle Personen, die in der Forschung arbeiten, alle diese Tools lernen können oder lernen sollten. Ich denke, wir brauchen Leute, die sich spezialisieren dafür, anderen Personen im Bereich Open Science und Reproducible Research zu helfen und sozusagen so einen Open Science Support aufzubauen. Also genauso wie nicht alle sich mit Bibliotheken beschäftigen oder mit den Dingen, die Bibliothekarinnen machen, sondern es gibt einfach ja, Bibliothekare und Bibliothekarinnen, die sich mit dem Thema Publishing und so beschäftigen. Und es muss nicht jeder Forschende für sich selber machen, sondern wir können da hingehen und bekommen Hilfe. Und das Gleiche, glaube ich, brauchen wir auch im Bereich Open Science, weil auch da geht es um Publishing, nur es ist so ein bisschen breiter. Also es geht nicht nur um Veröffentlichung von Texten. Es wird jetzt immer breiter. Es geht dann um Veröffentlichung von Daten, Veröffentlichung von Code. Auch wie mache ich das öffentlich, so dass die Leute es noch weiter nutzen können. Also es wird relativ schnell, relativ technisch und ich glaube, wir brauchen da Leute, die helfen. Also wir brauchen Personen, die sowohl Personen, die nützliche Tools entwickeln, die einfach nutzbar sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Plattformen wie das Open Science Framework oder Archive oder auch so Dinge wie Versionskontrolle. Und gleichzeitig brauchen wir aber meiner Meinung nach auch Personen, die Forschende mit Software unterstützen und das sowohl in Hinsicht auf Lehre, dass man Workshops macht und Leuten, ja, die Leute weiterbildet, aber gleichzeitig auch Support, sodass man einzelne Probleme gemeinsam löst. Und das sowohl in der Nutzung von Software auch als auch im ja, Entwickeln von Software, weil viele, viele Forschende entwickeln mittlerweile Software. Es gibt dazu Umfragen, das ist unglaublich, wie viel Forschungssoftware
entwickelt wird in diversen Projekten. Und auch da brauchen wir Leute, die helfen, gute Standards der Softwareentwicklung einzubringen und das voranzutreiben, weil auch hier die meisten Forschenden sind keine Softwareentwickler an sich, sondern lernen das so on the job. Und das ist auch cool und ist auch super, dass die Leute sich das zutrauen und das machen. Aber man braucht halt Unterstützung für die Details dann, damit es wirklich gut und sustainable und also nachhaltig wird. Genau, also diese Personen haben auch einen Namen. Ihr habt vielleicht am Anfang schon gehört, dass ich gesagt habe, ich selber identifiziere mich auch als RSE, also Research Software Engineer. Und genau diese Personen gehören zu dem Personenkreis, die so Unterstützung machen können, weil die beschäftigen sich mit Forschungssoftware und entwickeln selber Forschungssoftware und oder helfen Leuten mit Forschungssoftware. Und wenn man jetzt speziell an den Bereich Open Science denkt, ist es genau das, was ich vorher gesagt habe. Das kleine Problem, das es bei diesem Personenkreis gibt, ist, dass es da nicht so klassische Karrierepfade gibt wie für normale akademische Forschung, wo man dann vom PhD zum Postdoc zum Professor geht, optimalerweise, sondern also die meisten ForschungssoftwareentwicklerInnen haben promoviert und haben dabei gemerkt, dass Forschungssoftware cool ist und dass sie das gerne machen und da gehöre ich auch zum Teil dazu. Und ja, aber dann weiß man nicht so, okay, wo gehe ich jetzt hin, was kommt als nächstes und es gibt jetzt immer mehr Gruppen in verschiedenen Ländern, die sich hier zusammentun, wo sich Leute sagen, okay, wir müssen an dem System was ändern, wir brauchen die gute Forschungssoftware und deswegen brauchen wir gute ForschungssoftwareentwicklerInnen. Genau, in Deutschland heißt diese Gruppe Gesellschaft für Forschungssoftware oder kurz DERSE. Ja, wir sind jetzt am Ende von meinem Vortrag angekommen. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen zu verstehen, warum Open Science so wichtig ist, warum speziell in Zeiten der Klimakrise wir Open Science und Zusammenarbeit brauchen und auch hoffe ich, dass ich so ein bisschen zeigen konnte, was so die ersten Schritte sein können, die man in Richtung Open Science machen kann und welche Rolle die Digitalisierung hier spielt. Wenn man jetzt mehr Lust auf Open Science bekommen hat, kein Problem. Ich bin auf Twitter @HeidiBayer. Man kann mit mir sprechen. oder wenn man sich weiter informieren möchte, ist zum Beispiel das Open Science MOOC so ein Massive Open Online Kurs, wo man über Open Science lernen kann. Die AG Open Science, der Open Knowledge Foundation, hat immer wieder Calls, wo man sich einwählen kann und über seine Open Science Ideen sprechen kann. Witzigerweise hat diese AG auch gemerkt, okay, das ist sehr nah an Forschungssoftware dran, deswegen ist dieser Call jetzt mittlerweile zusammen mit der RSE-Gruppe auch. Also man hat einen Open Science und RSE-Call. Und wenn man lokal in München was machen möchte, gibt es das LMU Open Science Center. Da kann man Mitglied werden als Individuum oder als Institut. Und kann auch auf der Webseite Tools finden, Dinge lernen und ja, sich einbringen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte was Interessantes vermitteln. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich einen Vortrag übe.